Was reden wir mal mit dem? Das klingt, als ob die Arbeit viel Spaß macht. Nein, nein, man muss trotzdem mit Ernst schreinern. Erst muss skizziert und vermessen werden. Oder man arbeitet einfach drauf los. Spontan sein, das hilft. Mit Säge, Hammer, Nägeln, Farbe. Aber erst, nachdem man ausgiebig geplant hat. Sonst wird das doch nichts. Aber so plant man sich doch den Spaß weg. Stimmt, Arbeit ist zum Geldverdienen. Da braucht man keinen Spaß. Siehst du? Das ist vollkommener Unsinn. Ohne Spaß macht es keinen Sinn. Planen ist nebensächlich. Nebensächlich? Ohne Planung geht doch alles in die Brüche. Du nimmst alles zu ernst. Du nimmst nichts ernst genug. Ich glaube, die sind gerade mit sich beschäftigt. Ich hab recht. Kann ich da jetzt ran? Die beiden sind abgelenkt. Mal sehen, was da im Schränkchen liegt. Oh! Ein ganzes Quartett. Die Karten, was der alte Magier da drin vergessen hat. Oh, sehr schön. Sehr schön. Dann haben wir das auch. Oh. Dann quatschen wir nochmal mit dem hier. Was sagt er uns? Du hast etwas verloren. Ob du es wohl wiederfinden wirst? Gut, hatten wir noch... Ah, hier, guck mal. Statuen mit... Die erzählen uns bestimmt auch was. Was? Ein neuer Lehrling? Er scheint ziemlich gut mit den neu erlernten Zaubersprüchen umgehen zu können, findet ihr nicht? Und irgendetwas sagt mir, dass er uns hören kann. So, da ging es da lang. Haben wir hier draußen noch irgendwelche Statuen? Ich will erstmal die ganzen... Oh! Perfekt. Noch eine Statue. Sieht ab. Hier, ich will... Noch eine Statue. Sieht aus, als ob diese Steinäuglein schon viel gesehen haben. Ah, ein Zauberlehrling. Und die Kunst des Hörens beherrscht er auch schon. Aber kann er auch zuhören, der kleine Menschenlehrling? Ach, ich bin so müde, ich muss weiter schlafen. Und ich habe schon... Schnarch. Ich habe schon zwei weitere gefunden. Hier oben und die beiden Statuen am Bach. Ein Fremder. Sowas. Glaubt er etwa, er könne hier einfach so durchlaufen? Pah, jeder kann hier heutzutage machen, was er will. Eine angepisste Statue. Die Stadtwächter sind überhaupt nicht mehr auf Zack. Ja, die lassen ja auch diese komischen Viecher da rein. So, ich möchte jetzt... So, dann gehen wir nochmal hier hin. Ich möchte auch die Eulen hören. Hier, Eulenstatue. Huhu, könntest du mich mal herumdrehen? Ich höre immer heitere Stimmen aus der Stadt. Ich würde zu gerne wissen, wie es dort aussieht. Können wir die umdrehen? Was ist denn mit der anderen auf der anderen Seite? Sagt die auch das Gleiche? Das Wasser zieht an uns vorbei. Der Regen fließt in den Bach.
Der Bach in den Fluss. Der Fluss ins Meer? Ja. So habe ich es gehört. Aber ob es wohl stimmt? Natürlich. So, ich bin jetzt erstmal auf der Suche nach... Sehr nice. Hier sind auch wieder zwei Statuen. Da drüben in der Ferne geschehen seltsame Dinge. Ach, das sagst du immer. Ach, das ist noch eine kleine. Also ich sehe nichts. Alles ist gut. Ja, die guckt auch in die falsche Richtung. So, und jetzt nochmal den Fisch. Ich tauche durch ein goldenes Meer von Weizen. Meine Schuppen glänzen in den Wellen. Das Leben ist wunderbar. Eine fröhliche Statue, ist doch schön. So, dann gehen wir nochmal hier lang. Und gucken mal. Hier ist keine Statue, da oben können wir irgendwas machen. Mit dem Baum, das haben wir ja vorhin mitbekommen. Ach, hier steht er. Da sind doch aber auch Statuen. Quatschen wir erstmal mit dem hier. Und da ist wieder so eine Fuchsstatue. Die schwarze Schnäbel des Unglücks hacken auf deine kleine Seele ein. Manchmal musst du nur einen bestimmten Fremden ansprechen, um etwas Glück zu erstehen. Du kannst doch sicher etwas Glück gebrauchen. Schon ein wenig Glück wird dir helfen. Wir sind angekommen. Werden die Lösung sein. Okay. Komischer Typ. So, jetzt fehlt uns theoretisch nur noch einer von den komischen Gestalten. Aber vorher... Wieder Fuchsstatue, die macht bestimmt wieder das Gleiche. Du bist lustig, kleiner Junge. Aha. Müssen wir uns unsere Pulver anders holen lassen? Sie sind also Radiomoderator? Ja, leider ist der Sumpf weg, immer noch. Dabei würde ich so gerne... Ich sende nämlich aus dem Sumpf. Da die Krähen mal... Welle so? Maulwurf. Ich glaube, dafür brauchen wir die Nuss nachher. Gibt es Hoffnung, dass sie bald wieder auf Sendung? Ich wollte auch immer mal zum Reihen. Ich muss dann mal weiter. Und denk dran. Welle so und Maul. So, hier gibt's keinen. Ah, hier pennen die oberes Bett. So, hier könnte ich theoretisch schlafen. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Gucken wir nochmal hier hinten. Hier ist aber auch keine Statue. Also gehen wir mal hier, zack, zurück. Ja, was müssen wir machen? Torte Anja, dafür brauchen wir noch die zwei Sachen, Show für Junior, die Witze müssen wir da. Können wir das so machen? Ich sollte mich lieber mit Witzfreunden unterhalten. Vielleicht können wir die Witze ja auf der Hasenparty finden. Spuren sollen. Das würde ich mir ja gerne ansehen.
Aber ich finde das viel zu gruselig. Gruselig?